Willkommen zu Teil Nummer 10 meiner Megaserie über Musikproduktion. Wir sind mittlerweile beim Mixing angelangt und heute zeige ich dir einen coolen Trick, wie du akustische Gitarren komprimieren kannst. Und zwar so, dass man die Kompression nicht wirklich hört. Das ist nämlich oft ein Problem bei akustischen Gitarren. Ganz kurz noch, wenn du dich fürs Mixing interessierst, dich aber unsicher fühlst oder deine Mixe klingen nicht so, wie du möchtest oder du brauchst immer ewig, um einen Song abzumischen, dann empfehle ich dir unbedingt mein PDF Speedmixing. Da erkläre ich dir, wie du in 10 einfachen Schritten einen Song komplett abmischen kannst und vor allem auch, wie du ihn zügig abmischen kannst. Denn das ist oftmals das Problem bei Mixing-Anfängern, dass sie einfach viel zu lange brauchen und sich in Details verheddern. Also Speedmixing unbedingt runterladen, habe ich dir im ersten Kommentar angepinnt. Und jetzt geht's los. Ich habe die Akustikgitarren schon mit EQ bearbeitet, mit dem Console-EQ. Sie klingen jetzt besser. Wir können gerade nochmal in diese Rhythmusgruppe hier reinhören. Und jetzt möchte ich sie noch komprimieren. Hören wir mal kurz rein, wo das Problem sein könnte bei den akustischen Gitarren. Also das Problem ist so ein bisschen, dass man die großen Strums hört. Das ist da, 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 da. Aber dass die leiseren Anschläge ein bisschen untergehen. Und diese großen Strums im Verhältnis, also die laut angeschlageneren Strums im Verhältnis zu den leisen Strums ein bisschen zu laut sind. Das heißt, die Gitarre sticht bei den lauteren Anschlägen, die Gitarren besser gesagt, bei den lauten Anschlägen ein bisschen stark durch den Mix. Und dann geht sie so wieder ein bisschen unter. Das ist wieder so ein wellenartiges Gewabe, was ein bisschen unruhig macht den Chorus und es klingt einfach nicht so gut. Und ich werde jetzt versuchen, das mit Kompression in den Griff zu bekommen. Ich werde dir jetzt erstmal zeigen, wie man so eine herkömmliche Kompression macht bei Gitarren oder wie man es oft sieht. Ich nehme den Kompressor von Logic direkt. Ja, das ist jetzt im Moment Stereo, weil ich habe hier eine Gruppe angelegt. Hier sind alle meine 3 Akustikgitarren drin. Ich nehme dafür ganz gerne den Vintage FET. Ich werde jetzt also schauen, dass ich die Strums, diese lauten Strums ein bisschen leiser bekomme und die leisen ein bisschen lauter bekommen, dass wir einfach das ein bisschen angleichen können. Dazu wähle ich eine moderate Ratio erstmal und bei gestrumpten Akustikgitarren, also die so Anschläge haben, solltest du immer darauf achten, dass du gerade bei der Attack, dass du die nicht zu kurz wählst, weil sonst schneidest du die Transienten ab. Ja? Also ich versuche mal, die zu komprimieren. Wir machen das gerade mal solo, dass wir die Sache hier ein bisschen gleichmäßiger bekommen. Ohne. Du siehst jetzt hier bei dem, das finde ich so cool bei den Logic-Kompressoren, du kannst hier ganz gut mit den Augen so ein bisschen verfolgen, wann er in die Kompression fährt, also wann er wann er wieder rausfährt, also Attack und Release. Ich zeige dir mal ganz kurz, was passiert, wenn du jetzt hier gerade bei solchen Gitarren die Attack zu kurz einstellst. Das heißt, dass der Kompressor praktisch sofort greift oder dann hörst du, wie die Gitarren sehr dumpf klingen und sehr matt, weil einfach die Transienten runtergeslammt werden und das klingt dann richtig komisch, das jetzt gleich. Ich fahr wieder hoch. Hörst dann richtig, wie die Gitarre anfängt zu atmen, ja, sozusagen. Also bei Attack-Zeit dann wirklich immer aufpassen, dass du die nicht zu kurz wählst, natürlich auch nicht zu lang, aber so, ich habe jetzt hier bei 15 Millisekunden meinen Sweet Spot gefunden. Du musst auch nicht hier auf die Millisekunden starren, sondern das ist völlig egal, was da steht an Millisekunden. Verlass dich auf deine Ohren. Du kannst ein bisschen den Graphen hier verfolgen oder den Meter mit den Augen so ein bisschen mitkontrollieren. Und das war's dann. Also nicht auf die Zahlen starren hier beim Komprimieren. Okay, ich finde jetzt, dass es besser klingt auf jeden Fall, ein bisschen gleichmäßiger. Dennoch finde ich das gerade bei so gestrumpten Akustikgitarren, dass man doch immer so ein bisschen hört, dass der Kompressor greift. Wir können es nochmal laufen lassen. Also sie klingt schon gleichmäßiger, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich höre, wenn der Kompressor greift. Und das ist bei so Akustikgitarren schwierig in den Griff zu kriegen. Und deswegen zeige ich dir jetzt eine Methode, die ich super cool finde. Und die ich von einem Produzenten in Nashville gesehen habe, mir ist jetzt leider der Name entfallen. Der hat das Butter Compression genannt. Ich nenne es jetzt einfach mal weiche Kompression. Und das finde ich ein richtig cooler Trick. Das ist jetzt einfach ein anderer Ansatz. Ich nehme wieder meinen Vintage FET
Ich versuche jetzt den gleichen Kompressionsgrad zu bekommen, dass wir nachher die beiden Kompressionen vergleichen können. Der Trick bei der Sache ist jetzt, ich stelle mal hier Attack und Release ungefähr genau gleich ein, weil es ist ja die gleiche Aufnahme. Der Trick bei der Sache ist jetzt allerdings, dass ich jetzt hier die Threshold komplett runterfahre, was zur Folge hat, dass er immer komprimiert. Ja, ich bin jetzt bei minus 50 dB, das heißt, er wird jeden einzelnen Ton komprimieren. Und ich fahre gleichzeitig die Ratio runter. Ja, das heißt, wir haben so gut wie gar keine Kompression jetzt im Moment, 1:1. Und dann werde ich die Ratio leicht hochdrehen. Das heißt, im Endeffekt haben wir dann eine Gitarrenperformance, die permanent komprimiert wird, aber nur sehr, sehr leicht komprimiert wird. Und die ist unauffälliger. Ich hoffe, dass es jetzt hier in dem Beispiel klappt, dass ich dir das gut zeigen kann. Und wir probieren es mal. Du siehst also hier auch an dem Graphen jetzt, wir haben eine sehr weiche Kompression und ich finde, die ist viel unauffälliger. Trotzdem bekomme ich die Performance jetzt hier einfach gleichmäßiger. Jetzt probieren wir mal den direkten Vergleich. Ich mache also hier nach rechts die weiche Kompression und hier haben wir dann nicht die harte Kompression, sondern die normale Kompression. Und versuchen wir es mal direkt zu vergleichen. Bin mal gespannt, was dir besser gefällt. Hast du den Unterschied gehört? Ich finde, es ist jetzt nicht so wahnsinnig auffällig, aber ich finde einfach, dass die weiche Kompression auch tatsächlich weicher kommt, dass sie sanfter kommt, dass man die Gitarren trotzdem, also Akustikgitarren trotzdem, ein kleines bisschen weiter nach vorne holen kann, dass man die Performance gleichmäßiger machen kann, also die Dynamik ein bisschen eingraden kann, dass man einfach nicht so offensichtlich hört, oder eigentlich gar nicht hört, dass hier ein Kompressor am Arbeiten ist. Mich interessiert deine Meinung. Was hältst du davon? Ist das eine gute Idee oder komprimierst du deine Akustikgitarren immer anders? Das würde mich sehr interessieren. Schreib mir das mal gerne unten in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wie immer freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Morgen machen wir dann weiter mit den elektrischen Gitarren. Ich hoffe, du bist wieder dabei und wir sehen uns bei Teil Nummer 11. Viele Grüße aus Alicante und bis dann.